Bruno, ich versuche jetzt hier mal Golf zu spielen, mitten im Schnee. Mal schauen, wie das geht. Das gibt's doch nicht. Bleib einfach mal stehen, was ist denn? Jetzt. Dazu muss ich die Golfbälle rausziehen. Den Schläger hier nehme ich hinten drauf. Dann mache ich schön einen Haufen hier. Und dann kommt oben drauf der Golfball. Und dann schauen wir mal. Weil wenn ich jetzt hier daneben haue, haue ich bloß in den Schnee. Ja. Schon ist er runtergerollt. Also geht's auch nicht. Das gibt's ja nicht. Bald. Das dürfte gehen. Ja. Schauen wir. Das ist natürlich schwer mit dem Schienen. Also versuche ich jetzt bloß hier wenig auszuholen. Damit ich den Ball hier treffe. Aber das ist schon ganz gut getan. Man sieht auch den Einschlagpunkt vom Golfball. Allerdings habe ich nicht nach oben gepasst. Jetzt bin ich hier rangehoppelt und jetzt steckt er hier drin. Jetzt geht es weiter weiter. Ja. Wie stecken wir rein? Machen wir das so, ja. Also auch stehen bleiben, jawohl. So. Einlaufen mal, hoppala. Oben drauf. Den Ball. Der kommt dann oben drauf. Jawohl. Genau das war der Fehler. Weiter vorne haben. Hier. Vorne kann man den Schnee ruhig ein bisschen runterhauen. Damit man schön da treffen kann. Vorher ist man ja recht hoch geflogen. Ja, leider habe ich den Ball oben übergeschlagen. Typisch. Immer mein Fehler, dass ich ihn nach oben schlage. Ist auch schwer, weil man muss praktisch den Schnee wegschießen hier. Das ist praktisch wie beim Sand. Schlagen. Ja, fragen wir immer wieder drüber. Immer wieder drüber. Ich muss ihn oben lassen kriegen. So, jetzt halt. Jetzt ist er oben. Und das ist noch bereit. Ja. Das gibt's doch nicht. Was geht denn immer nach unten? Den Vogel oder was? Also das ist der Hammer. Da hört einfach nicht. Komm, nein. Also. Habe ich ein Stück noch drauf gebracht. Irgendwie habe ich immer zu hoch. Ah, jetzt halt. Jetzt ist er schon geflogen. Und dann hinterher. Das ist praktisch Golf, die halt lang. Der wird ja nicht getroffen, sondern der Ball nach vorne gehauen. Und da, wo er ist, geht es wieder weiter. So, nicht festhalten. Mal eintreten. Aber. Und weiter geht's. Wieder. Was ist jetzt? Genau nochmal. Hau wieder auf. Zwei Stück.
werden wir wohl treffen. Ne? Aber muss ich mir aber genau merken, wo der hin ist. Also das ist jetzt schon so 100 Meter gebraucht. Guck mal, das will ich jetzt hören. Eins noch, Schlagloch. Da müssen wir jetzt aufpassen. Dass man sich nicht verfällt. Ah, scheiß drauf. Da ist das Loch mehr. Ja. Aha. Was kriegen wir hier? Aber wir. Und so kann man das hier weiterspielen, die ganze Wiese vorne und hinter, wo ein bisschen IT bleibt. Also jetzt bin ich mit meinem Schiene unterwegs und hier ist der Ball eingeschlagen. Also man sieht es ziemlich genau. Wenn man aufpasst, dann sieht man ganz genau, wo der Ball, der Golfball einschlägt. Ich spiele jetzt schon eine halbe Stunde. Vielleicht machen wir noch eine halbe Stunde. Man sieht auch die Spuren hinten. Also ich bin schon ziemlich herumgekommen. Also geil, er kostet nichts oder nicht viel. Und hast was, was die anderen gar nicht haben. Da hinten ist ja die Rüstungsfirma. Da wäre eine Munition von Leopard 2 und NATO und mal Heckel-Koch-Munition machen. Falls du nicht weggesprungen, Golfball. Hinten über die Spur. Jetzt mal schauen, wo ist. Weil sieht man natürlich da nicht mehr so gut. Aber das ist es. Also, wenn man genau aufpasst, dann sieht man schon, wo der Ball einschlägt. Wenn man ein bisschen IT bleibt.